Liebe Bürgerinnen und Bürger von Sachsenheim, was war das wieder für ein Jahr? Letztes Weihnachten hatten wir die Hoffnung, dass wir durch Impfungen die Corona-Pandemie besiegen können. Leider sind wir aber auch durch Impfungen noch nicht über den Berg. Im Gegenteil, die Corona-Infektionszahlen sind sogar um ein Vielfaches höher als noch vor einem Jahr. Der Impfschutz ist kürzer als erwartet und Mutationen und Varianten haben das Virus noch ansteckender gemacht. Die Politik hat sich größte Mühe gegeben, der Krise Herr zu werden. Das ist ihr nicht immer gelungen, was auch und gerade auf kommunaler Ebene für Verdruss sorgte. Wir haben schnell in Sachsenheim die wichtigsten und wirksamsten Instrumente gegen die Corona-Pandemie zum Einsatz gebracht: Testen und Impfen. Ein gutes halbes Jahr lang führten die Sersheimer und Sachsenheimer Ortsvereine des Deutschen Roten Kreuzes mit Unterstützung der Stadtverwaltung kostenlose Corona-Tests im Kulturhaus durch. Mit zusätzlichen Impfaktionen, vor allem in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde, konnten in Sachsenheim in diesem Jahr über 2.500 Impfungen verabreicht werden. Weitere Impfaktionen sind in Vorbereitung. Informationen dazu finden Sie auf unserer Webseite www.sachsenheim.de, im Nachrichtenblatt am 23.12. und in der Presse. Ich werde mich wie bisher bemühen, weitere Impfmöglichkeiten für Sachsenheim zu bekommen. Mein Dank gilt allen, die diese Aktionen bei uns ermöglicht haben, mit denen wir so viele Menschen schützen konnten. Ich danke auch allen, die sich dieses Jahr in unserer Stadt auf andere Weise und wo und wie auch immer für andere, vor allem für Schwächere, eingesetzt haben. Bei unserer Arbeit für die Stadt ist auch in diesem Jahr wieder trotz Corona nichts liegen geblieben. Für Ihren Einsatz unter den schwierigen Bedingungen danke ich meinen Kolleginnen und Kollegen in der Stadtverwaltung. Trotz unserer nach wie vor angespannten Haushaltslage halten wir an den notwendigen Investitionen in den Bereichen Bildung und Betreuung und Sicherheit fest. Damit erfüllen wir nicht nur unsere kommunalen Pflichten, sondern schaffen bleibende Werte und halten unsere Stadt auf Zukunftskurs. Stillstand wäre auf unsere gegenwärtigen und bevorstehenden Herausforderungen, auch in Anbetracht unserer angespannten Haushaltslage und der Corona-bedingten Unsicherheiten, die falsche Antwort. Unter den Corona-bedingten Einschränkungen haben auch dieses Jahr die Vereine und das kulturelle Leben in unserer Stadt gelitten. Das Heimatfest, das wir nun im dritten Anlauf vom 24. bis 26. Juni feiern möchten, soll uns alle etwas für die Entbehrungen entschädigen und wird unser Vereins- und Stadtleben boostern. Bleibt nur zu hoffen, dass uns nicht wieder Corona einen Strich durch die Rechnung macht. Außerdem möchte ich mit Ihnen nächstes Jahr Ideen sammeln, wie wir das 50-jährige Stadtjubiläum im Jahr 2023 feiern können. Da Corona-bedingt keine Veranstaltungen oder auch nur Planungen zum 50. Geburtstag der Stadt Sachsenheim durch die Eingliederung von Kleinsachsenheim in die Stadt Großsachsenheim am 1. Dezember möglich waren, warten wir eben nun, bis auch die vier Kirbachtal-Stadtteile die 50 Jahre am 1. Januar 2023 voll haben und feiern dann in 2023 50 Jahre Gesamtstadt Sachsenheim. Das sind doch schöne Aussichten. Ich bin sicher, dass wir bald mit mehr Zuversicht in die Zukunft blicken können. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine schöne Weihnachtszeit und alles Gute im neuen Jahr, Gesundheit und Zufriedenheit. Passen Sie weiterhin auf sich und aufeinander auf. Ihr Bürgermeister Holger Albrecht.